Margot Honecker. Sie ist die mächtigste Frau der DDR. An der Seite ihres Mannes macht sie als Ministerin Karriere. Und wenn nötig, mit der Waffe in der Hand. Wie wird sie so unerbittlich, so unbelehrbar? Margot Honecker, die Bilanz, jetzt in ZDF History. Santiago de Chile, Oktober 2009. Mit einem kleinen Kreis von Getreuen feiert Margot Honecker den 60. Jahrestag ihrer untergegangenen DDR. Wir haben eine schöne Zeit gelebt in unserer DDR. Und Sie können machen, was Sie wollen. Es ist nicht tot zu kriegen, sondern mehr und mehr und mehr. Besinnen sich die Menschen darauf, was sie gehabt haben in der Deutschen Demokratischen Republik. Hier, mehr als 12.000 Kilometer von Deutschland entfernt, ist die letzte Bastion des Arbeiter- und Bauernstaates. Geschützt wie das Original von einer Mauer mit einem strengen Grenzregime. Sie war dann eben ein bisschen strikt dann auch. Einschränkend, freiheitseinschränkend. Wann kommst du wieder? Kontrolle, sowas. Margot Honecker regiert ihr kleines Reich so, wie sie es gelernt hat. Ja, es war auch tyrannisch mit ihrer Ordnung immer. Mhm. Tyrannisch, ja, es war immer. Du hast wieder das liegen lassen, du hast wieder das gemacht, das. Enkelsohn Roberto lebt trotzdem freiwillig bei Margot Honecker. Auch wenn er weiß, in der Diktatur seiner Großmutter gilt nur eine Meinung. Wenn ich mit ihr diskutiert habe, dann hat sie gesagt, ich soll mal das Manifest lesen erstmal und dann diskutieren wir weiter. Ich kenne das Manifest nur die ersten drei Zeilen. Die sind die schönsten. Ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Den Kommunismus in Deutschland aufbauen, das ist Margot Honeckers Lebensprojekt. Die Gründung der DDR 1949. Hier tritt sie erstmals ins Rampenlicht. Als vermeintlich jüngste Abgeordnete der neuen Volkskammer überbringt sie Gründervater Wilhelm Pieck die Grüße der Jugend. Tatsächlich ist sie gar nicht die Jüngste, doch sie hat andere Qualitäten. Man hat sie sicherlich deswegen auch ausgewählt, weil sie nicht nur jung und hübsch war und den alten Wilhelm Pieck erfreute, sondern weil sie auch irgendwo so der Typ der Zeit war. So der Typus patentes Mädel. Die passte also irgendwie in diese FDJ-Bluse so nahtlos hinein, ja, dass es eine wahre Freude war. Fröhliche Kinder im Sommerwind. Jung wie der Morgen, hell wie die Sonne strahlen die Augen. Die DDR inszeniert sich als das neue, bessere Deutschland. Der kommunistische Traum von einer Welt ohne Ausbeutung, hier soll er wahr werden. Auch Margot Feist, wie sie damals heißt, hat dieses Sendungsbewusstsein. Sie macht Karriere im Jugendverband FDJ als Chefin der Kinderorganisation Junge Pioniere. Der junge Staat ist bedroht und braucht starke Beschützer, so glaubt sie. Es lebe der beste Freund des deutschen Volkes, der Freund aller jungen Menschen, der große Stalin. Der Sowjetdiktator ist der große Übervater von Margot Honecker. Sie wird sich nie ganz von ihm lösen, bis zuletzt. Eine Reise zu Stalin steht auch am Anfang ihrer Beziehung mit FDJ-Chef Erich Honecker. Dann sagte sie mir, dass sich eben während ihres Aufenthalts in Moskau zum 70. Geburtstag Stalins ein näheres Verhältnis, ein engeres Verhältnis zwischen ihr und Honecker angebahnt hat. Und sie hat natürlich betont, dass sie sich also in ihn verliebte. 40 Jahre später erinnert sich Margot Honecker. Er war aufrichtig, er war ein guter Kamerad, er war sehr spontan und er war sehr liebevoll. Ich habe in meiner Jugend sehr
viel Entbehrungen in Bezug auf Liebe gehabt. Und ich habe auch einen gewissen Schutz bei ihm gefunden. Die Affäre ist brisant, denn Honecker hat gerade Edith Baumann geheiratet, seine Stellvertreterin bei der FDJ, 3 Jahre älter als er und ein eher herber Typ. Baumann kämpft um ihre Ehe und schaltet die Parteiführung um Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck ein. Fordert, Margot Feist aus der FDJ-Spitze zu entfernen. In der sittenstrengen SED kann dies Margots politisches Todesurteil bedeuten. Doch Erich und Margot beharren auf ihrer Liebe. Es ist der einzige Fall von Ungehorsam gegenüber der Partei, den sie sich in ihrer Karriere erlauben. Ende 52 wird die gemeinsame Tochter Sonja geboren. Trotzdem schickt die Partei Margot schon wenige Monate später zum Studium nach Moskau. Die SED-Oberen sind noch immer gegen ihre Beziehung. Erich hat Margot geschrieben und Margot hat mir solche Briefe zu lesen gegeben. Und aus den Briefen ging eindeutig hervor, dass Erich hier in Berlin schwer unter Druck stand. Ich erinnere mich an einen Brief, wo Erich geschrieben hat, also ich hoffe, dass es dich auch nicht, also Margot, dass es dich auch nicht sehr belasten würde, wenn ich wieder als Dachdecker arbeite. Das bleibt Honecker erspart. Parteichef Ulbricht holt ihn sogar ins Politbüro und gibt seinen Segen zu Honeckers Ehe mit Margot Feist. Politisch kommt die DDR in diesen Jahren nicht zur Ruhe. Am 17. Juni 1953 gehen Ostberliner Bauarbeiter auf die Straße. Als die rote Fahne vom Brandenburger Tor gerissen wird, harrt Margot ganz in der Nähe im FDJ-Zentralrat aus. Sowjetische Panzer walzen den Aufstand nieder. Für Margot und ihre Genossen ist es das Ende einer Konterrevolution. Diesen Tag haben diese Leute nie vergessen und das war immer das Menetekel, was über ihrer Macht schwebte. Natürlich auch in dem Sinne, dass sie wussten oder erfahren hatten, dass ihre Macht nur auf den sowjetischen Bajonetten ruht. Millionen DDR-Bürger entziehen sich in den 50ern der SED-Herrschaft und fliehen über die offene Grenze in den Westen. Der Mauerbau setzt dem ein Ende. Organisiert wird die Aktion von Erich Honecker, der inzwischen zum zweiten Mann hinter Parteichef Ulbricht aufgestiegen ist. Auf Flüchtlinge wird jetzt geschossen. Margot Honecker weiß, der Mauerbau ist ein Eingeständnis der Schwäche. Dennoch verteidigt sie ihn bis zuletzt. Noch 2011 schreibt sie: Niemand zwang die Menschen, über die Mauer zu steigen. Sie wussten, was passieren könnte. Sie gingen wissentlich ein Risiko ein. Schon das Wort Mauer war ein bisschen suspekt, ne? Es war ja der antifaschistische Schutzwall. Und in der Hinsicht war sie strikt. Also sie sagt, wenn die Leute hier gebildet werden und dann abgeworben werden, dann hat die auch nichts von. Das war ihr Argument, ne? Im Land hinter der Mauer macht Margot Honecker Karriere. Seit 1963 ist sie verantwortlich für den Bereich Volksbildung und bleibt bis 1989 die einzige Ministerin in der DDR. Margot Honecker krempelt das Schulwesen der DDR grundlegend um. Die alten Bildungsschranken sind beseitigt. Unterrichtet wird nach zentralen Vorgaben. Im Mittelpunkt soll eine praxisnahe Ausbildung der Jugend stehen. Polytechnisch nennt man das. Konzepte, die heute wieder als modern gelten. Länder wie Finnland, die Teile des DDR-Systems kopiert haben, schneiden in PISA-Studien oft besser ab als die Bundesrepublik. Es hat sicherlich in der Schule, im Schulwesen der DDR, eine Menge Positives gegeben.
aber man kann das nicht so einfach aus dem Gesamtsystem herauslösen und so als einzelnes Element übertragen in das jetzige moderne Schulwesen, was, sei es in Finnland oder in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, was von anderen Prämissen ausgeht, was das Ideal eher ein denkender, kritischer Mensch ist und nicht so ein extrem einseitig leistungsorientierter und disziplinierter. Ausgezeichnete Lernergebnisse, gute Noten in Betragen, Fleiß und Ordnung, das haben sich wohl viele Mädchen und Jungen vorgenommen. An Sie wendet sich jetzt der Minister für Volksbildung der DDR, Frau Margot Honecker. Liebe Mädel und Jungen, wir wollen, dass ihr gut lernt, weil es in eurem eigenen Interesse liegt und weil ihr, liebe Mädel und Jungen, das große Werk der revolutionären Umgestaltung in Deutschland zu Ende führen werdet, das eure Mütter und Väter begannen. Der Vision von einem kommunistischen Deutschland haben schon Margots Eltern ihr Leben verschrieben. 1927 kommt sie in einem Arbeiterviertel in Halle an der Saale zur Welt. Nach Hitlers Machtergreifung wird der Vater von der SA verhaftet und kommt ins KZ. Die Mutter muss Margot und ihren 3 Jahre jüngeren Bruder alleine durchbringen. Sie bleibt dennoch überzeugte Kommunistin wie ihr Mann. Ich würde mal so sagen, ich war immer stolz darauf, dass ich anders bin als die anderen. Die Mutter, die hat uns immer, das ist immer haften geblieben. Sie sagt, zu einer Überzeugung, zu einer Sache muss man stehen. Und vor allen Dingen, ihr dürft euch nicht kleinkriegen lassen. Ihr dürft euch nicht sagen lassen, dass die Kommunisten schlechte Menschen sind. Ihr müsst stolz sein. Sie war sehr tyrannisch, die Oma. Und das kam eben aus ihrem Leben im Naziregime. Ein bisschen ihr Charakter, wie er war und so. Zum Beispiel, ich habe spät gelernt, wie man das Leben meistern muss. Sie muss das früh lernen. Ne? Nach 5 Jahren KZ kommt der Vater frei. Doch bald trifft Margot der nächste Schicksalsschlag. Als sie 13 ist, stirbt die Mutter durch eine verpfuschte Abtreibung. Jetzt kümmert sich Margot um den kleinen Bruder und hilft dem Vater, der weiter im Untergrund tätig ist. Fleißig, ordentlich, diszipliniert, so will Margot Honecker als Ministerin auch ihre Schüler sehen. Allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeiten sollen sie werden. Es zählt nur die Einordnung ins Kollektiv. Für Individualität ist wenig Platz. Sie forciert die Militarisierung der Schulen, wie den Wehrunterricht, der Ende der 70er für Neuntklässler und Ältere eingeführt wird. Aber selbst der Enkel der Ministerin versucht, sich dieser vormilitärischen Ausbildung zu entziehen. Wir haben mit einem anderen Klassenkameraden Nein gesagt und dann wurde ich gerufen von der Direktorin. Und dann saßen 8 Lehrer im Raum. Die Direktorin gegenüber und ich am Tisch. Und dann gab es dann Belehrung, Sozialismus festigen und wie kann ich das sagen. Man merkte eben diesen ideologischen Druck, ne? Also ein falsches Wort, ein falscher... konnte schon was auslösen. Verurteilte und arbeitsscheue Herumtreiber, jugendliche Waisen, denen helfende Elternliebe fehlte, kleine Diebe und schwer Erziehbare, die von den Eltern hierher gegeben wurden oder durch zu viel oder falsche Liebe verwöhnt, müssen sie jetzt im Jugendwerkhof lernen, diszipliniert und ordentlich zu sein. Jugendwerkhöfe wie in Torgau sind das dunkelste Kapitel der DDR-Volksbildung. Wer sich nicht fügen will, landet hier. Schon kleinste Vergehen werden mit drakonischen Strafen geahndet. Dokumentiert sind systematische Übergriffe von Erziehern und viele Selbstmordversuche. Insgesamt 400.000 Kinder gehen durch diese Hölle.
Margot Honecker trug für diese Vorgänge zunächst mal grundsätzlich die politische Verantwortung, das ist vollkommen klar, auch wenn sie davon hätte keine Kenntnisse haben können. Auch für Zwangsadoptionen von Kindern geflüchteter Eltern ist sie offiziell zuständig. Eine moralische Schuld sieht sie nicht, bis zuletzt. Ja, wenn jemand also direkt und aktiv gearbeitet hat, dem ist sicher manches geschehen, dem ist dies und das. Aber heute sind plötzlich so viele Opfer, die hätten ihre Meinung sagen können. Und es wäre ihnen nichts passiert. Und es haben viele ihre Meinung gesagt, ja. Und denen ist auch nichts passiert. Vom Alltag im real existierenden Sozialismus schottet sich die DDR-Führung immer mehr ab. Wandlitz, die Siedlung für Politbüromitglieder und ihre Familien. Wie die Honeckers hier in Haus 11 leben, ist zu DDR-Zeiten ein sorgsam gehütetes Geheimnis. Naja, Lebensstil relativ bescheiden, glaube ich. Also kannst ja mal googeln, wie viele Autos Trump hat. Oder natürlich kam da eben Materielles hinzu, aber ich kann mir vorstellen, dass man die Wirklichkeit nicht so mitkriegt, weil man immer dort in so einem Ort lebt, der abgeschottet ist. Die Führungsspitze kommt in den Genuss einer Sonderversorgung. Der Laden von Wandlitz führt viele Produkte, von denen der Normalbürger in der DDR nur träumen kann. Südfrüchte und Westwaren inklusive. Margot Honecker behauptet später, sie habe hier fast nie eingekauft. Doch in den Stasi-Akten findet sich ein Spitzelbericht über eine Geburtstagsfeier der Ministerin Mitte der 60er. Alles, was dort verzehrt wurde, stamme aus Westdeutschland und dem kapitalistischen Ausland. Er beweise ihr anhand des Lebensstils und der Zitate der Klassiker, dass das nichts mehr mit den Praktiken einer Arbeiterpartei zu tun hat. Margot H. zeige dafür in der letzten Zeit immer mehr Verständnis. Sie habe ihm gesagt, dass, wenn ihr Mann erster Sekretär wird, sie das Städtchen liquidieren. Tatsächlich bleiben die Honeckers in Wandlitz bis zu ihrem Sturz, abgesichert und isoliert. Seit Frühjahr 71 ist Erich Honecker Parteichef und damit der starke Mann in der DDR. Unter seiner Ägide scheint zunächst ein frischer Wind durchs Land zu wehen. Margot Honecker ist jetzt die First Lady, eine Rolle, die sie für sich ablehnt. Ich war immer ein Partei- und Staatsfunktionär, unabhängig also von meinem Mann. Ich wollte nie First Lady werden und ich bin es, glaube ich, auch nie gewesen. In der Öffentlichkeit nie, nur wenn ich musste. Das war für mich immer eine schreckliche Sache. Sie bleibt Ministerin und ist in ihrem Amt unangefochten. In der Herrenriege ihrer Kollegen fällt sie auf, aus vielerlei Gründen. All diese Minister spielten im Machtgefüge der DDR erstaunlicherweise eine relativ geringe Rolle. Die Macht lag in den Händen des Politbüros und des Parteiapparates. Von dieser Grundregel gab es eine Ausnahme, das war der Bereich Volksbildung. Da entschied eben Margot Honecker durch ihre persönliche Verbindung zum ersten Sekretär, respektive zum Generalsekretär. Doch privat ist diese Verbindung längst nicht mehr so eng wie in den früheren Jahren. Die Ehe ist nur noch eine Zweckgemeinschaft, berichten Vertraute. Erich frönt in seiner Freizeit vor allem der Jagd. Eine Leidenschaft, die seine Frau nicht teilt. Ein dreifaches Heute! 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 Die Staatsjagd ist beendet. Margots Sonderwunsch ist ein privater PKW. Der Wartburg war ja auf ihren Wunsch hin oder Weisung hin, stand ja vorm Haus bei Wind und bei Wetter, wie ein normaler DDR-PKW. Margot Honecker konnte einsteigen ins Auto und sofort losfahren. Wenn die Scheiben vereist waren, musste sie selbst die Scheiben kratzen. Und dann ist sie rausgefahren, dann kam dann nur an uns, Achtung, Chefin ist zum Tor raus. Und keiner wusste, wohin. Ohne Aufpasser fährt sie dann durchs Land. Auch mit Sonnenbrille und Perücke verkleidet zu heimlichen Liebhabern, wie manche munkeln.
Honeckers Personenschützer wiegelt ab. Also die berühmten Sachen, dass es dort mit irgendwelchen Schauspielern und Politikern zu irgendwelchen wüsten Sachen gekommen ist, sind nicht so richtig. Doch Stasi-Spitzel berichten etwas anderes. Sie kommt mir vor wie Katharina die Große. Sie hat viel für Männer übrig, aber sie ist dabei so vorsichtig. Sie nimmt sich nur die, von denen sie weiß, dass sie 100% Sicherheit hat, dass es nie rauskommt. Dann müssen die Umstände sehr günstig sein. Hotel oder Ausland. Sicher ist, Margot Honecker ist kontaktfreudig und offen, ganz im Gegensatz zu ihrem Mann. Erst als Großeltern finden Margot und Erich Honecker wieder näher zueinander. Tochter Sonja hat 1974 den Chilenen Leonardo Yáñez geheiratet. Im gleichen Jahr kommt Roberto zur Welt. Wegen der Militärdiktatur in ihrer Heimat leben damals viele linke Chilenen in der DDR. Honeckers Enkel wächst in der Exilantengemeinde in Ost-Berlin auf. Und bei den Großeltern. Fast jedes Wochenende verbringt er in Wandlitz oder Honeckers Freizeitdomizil Wildfang. Hier gibt Oma Margot den Ton an. Wenn wir draußen waren in Wildfang, dann hat sie für die Familie gekocht. Und dann hieß es, dann und dann ist Mittagessen, dann waren auch alle da. Einschließlich Roberto, als er noch klein war. Der kam dann auch. In dieser Hinsicht hat sie zwar ihre Ministerrolle immer am Wochenende irgendwie ein bisschen abgelegt, aber es musste ja immer alles funktionieren im Haus und da war sie eben dafür verantwortlich. Mit 10 bekommt Roberto noch eine Schwester, Mariana. Als sie im Januar 88 schwer erkrankt, lassen die Eltern sie ins Regierungskrankenhaus bringen. Eine folgenschwere Entscheidung. Der Arzt hat unterschätzt die Infektion in der Lunge. Und sie ist dann erstickt dort. Das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Auch die Großeltern sind geschockt. Sie lassen leitende Ärzte des Regierungskrankenhauses absetzen. Die Trauer um ihre Enkelin kann das nicht lindern. Auch politisch geraten die Honeckers immer mehr unter Druck. Der Wind der Veränderung weht nun auch aus dem Osten. Der neue sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow will den Sozialismus reformieren. Für Margot Honecker ist das Verrat. Sie hat gesehen, als Gorbatschow praktisch an die Macht kam, hat sie gleich gewusst, das geht jetzt gegen die DDR. Sie hätte gerne gesehen, wenn man gesagt hätte, komm, mach deine Perestroika dort. Wir machen was anderes. Verbündete sucht sie bei den letzten Stalinisten, wie Nordkoreas Diktator Kim Il-sung. Sie sieht sich auf einer historischen Mission, will den Sozialismus retten. Das Politbüro mit ihrem Mann an der Spitze scheint dagegen immer mehr in Agonie zu verfallen. Das ist die Tatsache, dass die Margot aber gibt sich kämpferisch. Noch im Juni 89 Durchhalteparolen. Unsere Zeit ist eine kämpferische Zeit. Sie braucht eine Jugend, die kämpfen kann, die den Sozialismus stärken hilft, die für ihn eintritt, die ihn verteidigt mit Wort und Tat und wenn nötig mit der Waffe in der Hand. Tatsächlich flieht ihre Jugend im Sommer 89 zu Zehntausenden in den Westen. Der DDR weinen die meisten keine Träne nach. Im Grunde stand Margot Honecker schon
lange vor 89 vor dem Scherbenhaufen ihrer gesamten politischen Tätigkeit. Insofern, als dass die in ihren Schulen erzogene Jugend überhaupt nicht ihre Ideologie mehr teilte, das hätte sie schon sehen müssen und sehen können, schon vor der endgültigen Absetzung und ihrer endgültigen Katastrophe. Dennoch bewahrt sie trotzig Haltung, während die Konterrevolution schon vor der Tür steht. Ich bitte Sie, mit mir das Glas zu erheben und zu trinken. Auf dem 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die sowjetischen Truppen werden der SED diesmal nicht helfen. Erich Honecker ist am Ende. Anderthalb Wochen später drängen ihn seine eigenen Genossen im Politbüro zur Abdankung. Scheinbar unumstößliche Gewissheiten geraten ins Wanken. Es war schlimm zu merken, dass der Kommunismus oder Sozialismus eigentlich nicht so beliebt war in der DDR, wie man es glaubte. Und dann kommt eben diese, wie es wirklich ist. War auch nicht das Endstadium der Geschichte. Auch Margot tritt zurück. Auf der Straße werden die Honeckers jetzt zum verhassten Symbol des alten Regimes. Wenig später fällt die Mauer, das Symbol von Honeckers DDR. Margot Honecker aber glaubt noch immer an ihre historische Mission. Für mich ist der Sozialismus auch nicht zusammengebrochen, auch noch nicht in Frage gestellt. Hm. Nein, auf keinen Fall. Die Honeckers müssen ihr Heim in Wandlitz räumen und sind jetzt auf der Flucht vor dem eigenen Volk. Sie finden Obdach in einem evangelischen Pfarrhaus, einer sowjetischen Kaserne, schließlich in Moskau. Ein Leben aus dem Koffer. Erich Honecker muss in Deutschland vor Gericht. Das Verfahren wird eingestellt und 1993 trifft er Margot in Chile wieder. Hier lebt auch die Tochter mit Enkel Roberto. Dem Paar bleiben noch anderthalb gemeinsame Jahre, in denen Margot Honecker ihren krebskranken Mann pflegt. Im Mai 94 stirbt Erich Honecker. Seine Witwe gibt sich weiter kämpferisch. Gut, wir haben es nicht geschafft. Ne? 40 Jahre, immerhin waren wir da. Und diese 40 Jahre haben Spuren hinterlassen. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Ich bin jedenfalls optimistisch. Ich war es immer und ich bleibe es immer. Sie gingen dann durch bis zum letzten Tag. Also. Und ohne große Kratzer auch nicht. Ne? Also sichtbare Kratzer. Im Mai 2016 stirbt Margot Honecker. Bis zuletzt ist sie stolz darauf, ihrer Sache treu geblieben zu sein. Die Erkenntnis, einen Irrweg verfolgt zu haben, hätte ihrem Leben wohl den Sinn genommen.